So, willkommen zurück zu Mafia. Ich bin hier mitten in der Mission ein Glückspilz. So ein Glückspilz. Und ich soll den Sergio killen. Das Dumme ist nur, ich kann ihn scheinbar nicht in dem Auto killen. Was natürlich extrem blöd ist, weil ich mich jetzt hier auch wunderbar... ich nicht, aber er hat sich wunderbar verfangen. Ich versuche ihm da mal rauszuhelfen. Na, schafft das? Ja, sieht gut aus. Was macht er denn? Na, ja, geht doch. Also muss ich ihm... Oh, er will ja halt um diese blöde Ecke rum. Los, los, los. Ich muss ihm wahrscheinlich irgendwo hinfolgen. Na, ah, jetzt haut er richtig ab. Na, na, na? Wie geil, krass der teilweise manövrieren darf. Der macht doch hier Drehungen, die mein Wagen oder normaler Wagen gar nicht schaffen könnte. Oh. Na, wo will er hin? Ja, dass man den jetzt nicht einfach schießen konnte, war ja schon ein bisschen doof. Oh, der fährt in Richtung Salieri's Bar. Warum gibt Gummi? Jetzt fehlt nur noch, dass hier die Brücke hochgeht, ey. Doch der Blaue da vorne, oder? Da so wild abbiegt. Scheiße! Und schwupp, in dem Moment ist er auch entkommen, oder? Weil ich jetzt falsch gefahren bin. Oh, jetzt rieche ich gerade, ich sitze gerade am offenen Fenster und rieche gerade, dass die Nachbarn irgendwas Leckeres gekocht haben. Mmh, yum, yum, yum. Wobei wir wieder beim Thema Essen werden. Ja, neuer Versuch. Dafür ist die neue Folge ja da. Also ihm einfach nur folgen, oder wie? Wird das schon ein bisschen doof, finde ich. Aha. Geschwindigkeitsübertretung mögen sie nicht, aber wenn ich jemanden anfahre, ist nicht so schlimm, verstehe. Na, ihr habt ja eine Logik. Da war nämlich gerade ein Streifen, ein Polizist auf der rechten Seite. Boah, was die für Anstrengungen haben, den Weg hier hochzukommen, diese kleine Anhöhe. Der nächste Streifenpolizist. So. Ich glaube, sobald ich den Tempomaten anhabe, ist es egal, wie schnell ich fahre, es zählt dann nicht als Geschwindigkeitsübertretung. Boah, wie schnell darf der denn da vorne wegfahren? Vielleicht immer nur die Straße scannen. Was steht der denn hier blöd in der Gegend rum? Dass ich nicht... Ah, ist er. Jetzt habe ich zu sehr geguckt, ob irgendwo ein Streifenpolizist ist und nicht auf die Autos und nicht auf dem Radar. Oh, aber der scheint sich irgendwie komisch verfahren zu haben. Der Polizist, der kommt jetzt nicht so schnell hinter mir her. Nutzen wir mal die Gelegenheit. Komm, bleib schön auf der Spur. Mit 90 düsen wir hier rum. Ich lass dich nicht aus dem Blick, Kollege. Aber wenn es nicht sein muss... Ah, der Kopf ist noch da. Verdammt. Ich fahr dem mal vor, ich weiß ja, wo er hin will. So, davon ist er. Wie geil die Musik ist. Kommt da nicht durch. Ah, der kommt durch. So geil, dass man es auf der Karte schon immer so ein bisschen sieht, wie sich die Wagen da durchschlängeln. Okay, jetzt darf ich nur nicht nochmal so krass an dieser Kurve vorbei düsen. Dann nochmal ein Polizeiwagen? Nee. Das ist nur ein Luxusschlitten, aber ein schöner Luxusschlitten. Ich hoffe, so einen kriege ich nachher auch nochmal. Jetzt wurden alle Polizisten alarmiert. Na danke. Der fährt doch jetzt woanders hin. Also wenn die blöde Polizei nicht da wäre, wäre das gar nicht so blöd.
Lasst mich in Ruhe. Fahrt irgendwo da in die gecrashten Autos rein. Hey, was glotzt du so? Leg den Typen hinter mir um. Oh, scheiße. Ist das etwa die sagenumwobene Hafenmission, von der ich schon so viel gehört habe, von der ich dachte, es sei die Dampfermission, aber es ist die Hafenmission? Oh! Ich hoffe mal, dass mit der... Jetzt nichts irgendwie mit der Aufnahme kaputt ist. Bei ihm gerade hat so ein komisches Windows-Gerät entfernt Geräusch gemacht, aber laut meinen Anzeigen müsste eigentlich noch alles in Ordnung sein. Oh, shit. Noch 11 Punkte, ja, als ob das was werden könnte. Habe ich denn als Detective Colt Special? Nehmen wir doch jetzt hier dann lieber Thompson. Nur keiner in die Seite fallen. Und ich brauche mehr Munition. Okay, da hinten versucht irgendwie einer an der Hauswand lang zu kommen. Ja, noch ein bisschen Munition. Das blöde Fass zur Explosion bringen. Shit. Komme ich nicht so wirklich näher ran? Wie viele Pistolen habe ich denn dabei? Moment, die sind alle leer und von der habe ich noch ein ganz klein bisschen. Aber das ist schon die Hafenmission, die ihr alle meintet in den Kommentaren, oder? Die so unglaublich schwer sein soll und ich habe 11 Lebenspunkte, also noch ein Treffer und das war's. Irgendwo schießt auch schon wer da oben. Darf mich halt nicht nur irgendjemand überraschen, dann könnte man es sogar schaffen. Oh, da hinten steht ein Zug. Hier komme ich nicht rein, oder? Doch. Irgendwo hat schon geschossen, aber...
Von wo? Wo kam dieser Schuss her? Was ist denn das jetzt immer die ganze Zeit? Ich habe ein bisschen Schiss, dass irgendwas ausgefallen ist. Aber eigentlich läuft. Okay. So viel zu euch. Oh. Da ist noch einer. Okay. Lief besser als beim ersten Mal. Deutlich besser. Da ist hier nichts gefunden. Nehmen wir gefälligst die Munition. Danke. So, dann nehmen wir noch die Shotgun mit. Ne, Pumpgun. Hat er am Start? Auch eine Pumpgun? Maximum Pumpgun. Actual. Die Entfernung bringen die Scheißdinger so gut wie nix. Da ist so ein blöder Colt viel nützlicher, wenn er nicht gerade leer ist. Na komm. Kannst du mal hier über die Seite versuchen? Oh, da lief gerade einer. Ah, hier ist ein Medizinschränkchen. Der haut einfach ab, okay. Ah, okay. Untergefallen. Ich mich frage, wo auf dem Platz ist der? Wahrscheinlich ganz, ganz am Ende. Okay, also sind auch Zivilisten am Start. Kann das ja auch einfach teilweise umgehen. Wo kommt dieser Schuss? Wo kommt dieser Schuss? Ah, da oben! Hab dich. Und er hat eine Waffe fallen lassen. Gewehr. Ah, scheiße. Okay, also auf jedem von den blöden Türmen ist einer drauf. Also von daher, das ist gar nicht so eine gute Idee, da rumzulaufen. Was ist das immer mit diesem blöden... Windows-Sound? Oh, hat der den Reifen erwischt? Das klang so ein bisschen so, ne? Headshot. Dann nehme ich doch aber lieber den Colt und die Thompson. Gehe ich doch lieber hier oben lang. Im Notfall kann ich da hinten nochmal zurück, um Medizin zu holen. Okay, der hat gesessen.
Geil, mit der Stoßstange. Hammer. Geile Action. Hab dich. Da oben stehen sie mit ihrem blöden Scharfschützengewehren. Aber schießen die schon auf mich? Hab ich? Kann ich den hier hinten schon treffen? Nee, 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 nee. Wow, 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 wow! Wo bist denn du her? So, alles mal nachladen. Mal hier. Detective Gold. Sind ja hier auch irgendwo noch Medizinschränkchen drin. Bitte leben. Gnade, bring mich bitte nicht um. Nein, bring mich bitte nicht um. Lass mich bitte in Ruhe. Lass mich bitte in Ruhe. Lass mich bitte leben. Sind einfach nur Dockarbeiter, oder? Nein, bitte verschone mich. Okay, sieht's gut aus. So, da oben auf denen ist zumindest keiner drauf. Wow. Er hat gerade noch gesagt, ruft einen Arzt. Ist dummerweise auch nichts drin. Der so das perfekte Gebiet für beschissene Hinterhalte. Da oben steht einer drauf. Oh, ist er hier rein? Könnte sein, oder? Okay. Euch haben wir. Okay, hier steht sein Scheiße. Von irgendwo schlägt was ein, aber ich weiß nicht von wo. Okay, da hinten sind welche. 41 Lebenspunkte. Es wäre halt geil, wenn hier mal noch irgendwo ein... Wow. Wenn hier mal noch irgendwo Munition, ein Lebenskasten wäre, ein Lebenspunktekästchen. Okay, da steht einer. Da hockt noch einer. Den könnte ich aber erwischen.
Der ist tot. Habe ich auch. Bräuchte mal irgendwie ein bisschen Gesundheit. Ganz klein bisschen. Ist keiner mehr. Geht's hier rein? Nee. Okay, versuchen wir es mal von hinten. Auf dem Wasserturm ist auch keiner. Ist hier noch einer? Sieht gut aus. Munition habe ich noch genug. Nee, vom Gelände runter wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ja, das geht hier bestimmt nochmal durch diese Halle durch. Also, was mache ich? Hier gibt es keine Gesundheit mehr. Würde ja fast vorschlagen, nochmal nach vorne zu laufen und dieses Health Pack zu holen, was da ganz am Anfang ist. Ist auch nirgendwo mehr was. Oder ob der auf das Dings geflohen ist, auf das Boot irgendwie. Hier geht's doch nicht rein. Ich hätte jetzt erwartet, dass der hier bei dem Gebäude ist, aber da scheint er gar nicht zu sein. Nee, auf der Seite traue ich mich nicht lang. Ich gehe mal auf der Seite hier. Bisschen erhöht. In Halle 2 war ich schon von der Seite aus drin. Da war eigentlich nichts. Dass er am Ende auf irgendeinem Schiff ist. Oh, das Medizinkästchen. Danke. Ihr seid alle brav. Scheiße, er hat mich schon wieder fast runtergeballert. Lass mich bitte in Ruhe. Ich habe Frau und Kinder. Tu's nicht. Ich glaube, den haben wir. Okay, ich muss mir trotzdem die Medizin von hier vorne holen. Die setzen jetzt hier noch irgendwo Gegner rein in den Level. Ich glaube, den da oben hat's erwischt. Was ist mit ihm hier? Na, bist du ein Freund? Bist du ein Feind? Kannst du nie entscheiden. Danke. Kannst du offensichtlich doch. Ah ne, die hier oben hatte ich ja erwischt. Dann sind eigentlich nur noch die beiden am Bahnhofsgleis hinten übrig. Und da hinten ist noch das Medizinschränkchen. Einer ist hinter mir, ne? Ja. Okay. Schöne Überraschung. Den Trick fallen wir nicht rein. Vorne ist die Medizin. Und der hat eine Shotgun. Der dürfte mich eigentlich nicht auf die Entfernung erwischen können.
dich. Oh, da hinten sitzt einer. Hab dich. Wo die immer noch welche reinsetzen, ey. Frechheit. So, und zwei sitzen doch noch hier hinten. Ja, da oben. Dich. Hab dich. So, jetzt habe ich doch... Also... Habe ich doch sowas von aufgeräumt hier. Mir kann erzählen, dass das jetzt hier... Granaten. Lass mich bitte leben. Granaten. Damit jage ich mich am Ende wahrscheinlich selbst in die Luft. Kenn mich doch. So, und wo ist der jetzt? Erledige Sergio Morello. Der... Aber wo denn? Der wird wirklich alle seine Helfershelfer, oder? Dass die nicht weglaufen. Ich guck mal noch mal ganz kurz hier oben rein, nicht, dass noch irgendeiner... einer abhängt. Nee. Alles gut. Ja, aber dann muss der doch da hinten bei dem Auto. What the? Wo war denn das jetzt? Wo kam das jetzt her? Ah. Ey, immer noch irgendwo eine kleine Überraschung. Gut, dann schauen wir da vorne nochmal zum Auto. In den Hallen war ja auch nichts mehr, oder? Nee. In der Halle war ich schon. Der muss doch hier irgendwie in das Haus rein. Kann mit nix interagieren. Das kann ich noch nicht. Da komme ich jetzt noch nicht rein. Ja, schön. Da kommt er noch nicht rein. Wo soll er denn hin? Auf Schiff selber komme ich doch gar nicht rauf. Also jetzt bin ich ein bisschen irritiert, muss ich gestehen. In die Halle hier rein. Ich hätte gedacht, das ist dann irgendwo da an dem... nee, ist auch nicht. Das wäre dann irgendwo da an der Halle, wenn da sein Wagen davor steht, aber... Ist ja alles nichts. Normalerweise zeigen sie ja auch die, die Lagerhallen, die man rein kann, so an, dass da halt eine offene Tür ist oder so, oder ein offener Durchgang. Und hier ist aber auch überall nichts. Okay. Tut mir leid, aber ich muss jetzt mal auf dem Handy nebenher kurz gucken, wie das gedacht ist. Hier hinten... Obwohl, da drin... Ich war noch nicht in diesem letzten Gebäude drin, weil da ist ja... Da kann man ja rein. Moment. Jetzt trotzdem mal kurz Mafia 1 Lösung. Aha! Aha, aha. Doppel-Aha. Jetzt muss hier nur einer mit einer Shotgun blöd stehen, ne? Und das war's dann. Okay, die Tür geht nicht auf. Ja, auch nicht. Hier geht's wieder raus. What the fuck? Nee, sorry. Ich muss jetzt kurz nachgucken. Also, wie heißt die Mission? Mission 15, oder? Hier, ein verdammter Glückspilz. Eine ewig lange Mission, aber, kann der denn hin sein? Also hier, ein verdammter Glückspilz.
Nein, du sollst nicht. Ah, scheiß Handysuche. Tut mir leid, aber. Mal machen. So. Jetzt hier, Hafen. Oh, da gibt's auch noch unterschiedliche alternative Wege. Okay. Okay, zu den Ladekränen. Auf dem linken Kran sitzt unten ein Gegner mit Thompson, der euch erstes Opfer wird. Oh, irgendwie kann man die Wagen benutzen. Das ist irgendwie eine merkwürdig komplexe Mission. Ach, ich muss die scheiß Wagen da reinführen, oder? Also, ey, da wäre ich ja im Leben nicht drauf gekommen. Und die schlagen jetzt die Tür auf. Also, das ist ja eine nette Idee, aber sorry, ganz ehrlich, das ist doch Schwachsinn. Also, müssen sie jetzt drauf schießen? Also, das ist doch. Wie soll man denn drauf kommen, dass diese Wagen, die sich überhaupt nicht. Also, da ist keine Lok, kein Nix. Und er nimmt einfach den Bremsklotz auf absolut ebener Erde hier weg und dann rollt er dahin. Jetzt schicke ich den zweiten da noch mit rein. Vielleicht passiert dann was. Kann ich gar nicht, oder wie? Okay, also man kann das auch nur mit dem ersten Wagen machen. Habe ich jetzt gewonnen? Ich könnte eine Granate drauf werfen. Grenade. Und mich dabei selbst in die Luft sprengen. So wie ich in der Schule früher geworfen habe. Oh, es hat die Fensterscheiben sogar zerdonnert. Da. Zeige deine Wirkung. Okay, das hat gar nichts gebracht. Einen kompletten Wagen mit Benzin drin hat das nicht irgendwie beeinflusst. Sehr schön. Warum auch? Kann ich mit den Dingern hier irgendwas machen? Hochklettern kann ich doch nicht, oder? Hier gibt es nichts, was man drücken kann. Hä? Man muss nur nah rangehen. Das hat nicht geklappt. Ich weiß nicht, was du versuchst, du Penner. Mein Bruder wird dich zusammen mit der ganzen Familie umlegen. Gib auf, du bist tot. Du kommst hier nicht rein, du Idiot. Du bist zu klein für mich. Hey, hörst du mich? Oh, muss ich mich jetzt echt noch durchkämpfen? Ich werde bescheuert.
Also, dass ich da einfach nur hingehen muss, das... Gut. Meine Dummheit. Da war ich so leicht nicht drauf gekommen. Ich glaube, da sieht man schon einen Arm. Geil, hat das Skript-Szene schon vorher gesehen, weil die die Leute da platziert haben. So, schnell noch nachladen. Und ich war das jetzt hier ein Speicherpunkt. Irgendwo hat schon wieder einer geschossen. Aber wo? Oh. Ah, da sitzt einer. Oh, fickety-fuck-fuck. Na, immerhin ist hier ein Speicherpunkt, ey. So geil, die Figur war schon in den Level gesetzt, aber sie lag. Nett. Aber, dass die Kinder so ein bisschen tanzen, hat ja schon fast Tradition hier. Wenn man sich bedenkt, wie das in Dings aussieht, in Mafia 3, wenn man da jemanden trifft. Jetzt weiß ich, wo es herkommt. Aha. Sehr schön. Wunderbar. Hat ganz schön lange gedauert, aber geschafft. Der ist erledigt. Bisschen unspektakulär, dass da nicht jetzt auch noch irgendwie eine Sequenz kommt mit ihm, aber mein Gott. Man nimmt, was man kriegen kann. Oder kann ich vielleicht, kann ich zu ihm hin und nochmal sagen. So nach dem Motto, du böser Bube, du, ich habe dich getötet. Liegen immer die Patronen noch rum. Vielleicht hat er eine nette Waffe dabei. Ah, haha, geht doch. Mann, hast du Glück. Ja, da hat doch noch einen geilen Spruch drauf gehabt, der Kollege. Und ein Medizinschränkchen. Weil hier brauche ich das jetzt nochmal. Schön, ich könnte mir noch ein zusätzliches Auto holen. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, ich glaube... Wow! So irre scharf drauf, mir ein zusätzliches Auto zu holen, bin ich jetzt gar nicht drauf. Von daher fahren wir zurück zu Salieri. Die Mission geht auch schon ewig, ne? Das ist jetzt schon 40 Minuten lang. Das wird jetzt alles ganz schön lang hier noch nach hinten raus. Lass mich bitte am Leben.
Da hinten, die haben doch nochmal neue Gegner in Level gesetzt. Die Schweine. Da hinten stand schon, da stehen schon wieder welche. Da ist Verstärkung gekommen. The Man in Black. Ist ja ganz schön gemein hier. Dann ist es vielleicht doch gar nicht so schlecht, dass es da nochmal ein paar Lebenspünktchen gab. Und dass die auf die Entfernung nichts treffen. Geil. Was hat er denn da versucht, unauffällig Landschaft rumzustehen? Leute, euer Chef ist tot. Und ihr braucht echt mal ganz dringend Zielwasser. So gefährlich die von nahen sind, so ungefährlich sind sie von weiten. Nehme ich meine alte Karre nochmal mit. Ja, Kollege, du hast in die falsche Richtung geguckt. Da kann ich dir an einem gewissen Punkt auch nicht mehr helfen. Das war's. Dies war's. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Guardian Terraplane Coupé. Coupé! So, jetzt habe ich mir mal einen Amicelli verdient. Fahr zurück zur Bar. Das ist ja jetzt sogar gleich um die Ecke. Na, immerhin. Immerhin. Na, das zusätzliche Auto, das holen wir uns jetzt nicht noch. Moment, ich mach mal lieber einen Tempomaten an. Ich hab jetzt keinen Bock hier auf den letzten Meter, mich noch bei der Polizei anlegen zu müssen. Da. Nee, jetzt nochmal durch die ganze Stadt nochmal zu kutschieren, nur für ein anderes Auto. Ganz ehrlich, so wichtig sind die Karren jetzt auch wieder nicht. Und wir haben ja schon ein bisschen unterschiedliche Wagen gesehen, so ist ja nicht. Ist ja nicht so, als gäbe es nicht was zu gucken. Krass, das ist jetzt 1,5 Stunden für diese eine Mission. Nicht schlecht. Also, da sind andere Spiele halb vorbei. Und das war ja auch alles irgendwie eigentlich ganz cooler Content. Ne? Also klar, so ein paar. Also mit dem Waggon, das war echt ein bisschen grenzwertig. Das ist so ohne irgendwie ein bisschen so einen Hinweis, dass der von alleine einfach so krass wegrollen kann. Also, what the fuck? Creme de la Creme. War ein hartes Stück Arbeit. Aber jetzt haben wir Morello da, wo wir ihn haben wollen. Jetzt bleibt nur noch eines. Wir erledigen ihn. In seinen Teilen der Stadt sind Diebstahl, Raub, Erpressung, illegale Lotterien, Glücksspiel und Prostitution an der Tagesordnung. Aber was ist das größte Problem? Drogen? Blödsinn. Das Problem ist, dass wir dafür nicht einen Cent kriegen. Das wird sich ändern, sobald wir Morello los sind. Seine Organisation fällt in sich zusammen. Und alle die kleinen Gauner, Diebe und Kriminellen bringen sich gegenseitig um, wenn niemand für Ordnung sorgt. Heute können wir den Bastard ein für alle Mal erledigen. Paulie hat einen Plan vorgeschlagen. Ganz genau. Meine Informanten sagen, dass wir heute eine Chance haben, den Typen zu erwischen. Morello ist gut bewacht und er zeigt sich fast nie in der Öffentlichkeit. Er fährt immer in einer kugelsicheren Limousine, abgeschottet wie eine Miesmuschel. Aber heute kommt er raus. Er geht ins Theater, um sich ein wenig unter die Crème de la Crème von Lost Heaven zu mischen. Wir werden dort sein und ihm auch eine Show bieten. Ist das nicht ziemlich riskant? Es ist riskant. Aber unsere einzige Möglichkeit, ihn vor aller Augen umzulegen und so unsere Macht zu zeigen. Es läuft so ab. Wartet vor dem Gebäude, bis die Show vorbei ist. Dann kommen die Leute heraus. Also gibt es jede Menge Durcheinander. Morello versucht, sich den Weg da rauszubahnen. Seine Gorillas haben keine Chance, uns zu entdecken, bevor wir ihn erwischen. Achtet darauf, dass ihr keine Aufmerksamkeit auf euch zieht. Also nicht schießen. Zieht eure Waffen erst, wenn ihr ihn seht. Ich hoffe, ich erkenne ihn überhaupt noch. Sollte dir nicht schwerfallen. Morello liebt es, weiße Anzüge zu tragen. So etwas tragen heutzutage nicht mehr viele. Jeder von euch bekommt eine Thompson oder Lupara von Vincenzo. Wartet vor dem Theater auf Central Island, bis Morello herauskommt.
Dann an die Arbeit. Die Aufführung endet um 9 Uhr. Sorgt dafür, dass ihr pünktlich da seid. Es sollte kein Problem sein. Also kommt nicht ohne seinen Kopf zurück. Okay, Boss. An die Arbeit. Ja, aber an die Arbeit erst in der nächsten Folge, denn die jetzt ist hier ganz schön voll. Also, bis zum nächsten Mal. Aber eine super Mission. Hat echt Spaß gemacht. Also, bis dann.